Caroline Schröder-Field, ich bin Pfarrerin am Basler Münster seit beinahe 9 Jahren. Bin verheiratet, Mutter von 2 Söhnen. Nicht ganz unwichtig zu diesem Thema, soll man heute noch Kinder in die Welt setzen? Ich habe selber 2 Söhne in die Welt gesetzt. Der eine ist inzwischen 21, der andere 18. Ich habe Volltheologie studiert, das heißt direkt auf Pfarramt, war dann aber auch eine Zeit lang noch an der Universität, also als Assistentin im Lehrbetrieb und in der Forschung. Also ich würde die persönliche Ebene und die theologische schon unterscheiden können. Aber als Person bin ich natürlich beides. Ja. Also ich gerade bei diesem Thema, dieses Thema hat für mich eine sehr, sehr starke persönliche Komponente, eben wie ich eben gesagt habe. Ich habe mich selber einmal dafür entschieden, dass es besser ist, Kinder zu bekommen, als keine zu bekommen. Zumindest für mich in meiner Biografie hat sich das so ergeben. Die Frage, sollen wir heute noch Kinder bekommen, Kinder in die Welt setzen? Das eine ist ja mehr passivisch, das andere ist mehr aktiv. Ja, das ist ein Unterschied, der ist bezeichnend. Und ich weiß gar nicht, wie ich diese Frage am besten formulieren würde, so dass ich sagen könnte, ja, ich finde sie legitim. Ja, ich finde sie legitim. Es ist ja eine Mischung aus beidem. Das ist eine Entscheidung und es ist auch ein Widerfahrenes, dass ich ein Kind bekomme. Ja, das ist auch ein Widerfahren ist und nicht einfach nur eine Entscheidung, die am Reißbrett irgendwo angebahnt wird oder getroffen wird, rein theoretisch getroffen wird und völlig abstrakt. Also es ist eine abstrakte Frage, die eingreift in einen sehr konkreten und sehr, sehr persönlichen und sehr essentiellen Lebenszusammenhang. Ich finde sie aber legitim, diese Frage zu stellen. Weniger die jungen Leute, die zu mir kommen und sagen, können Sie mir dabei helfen? Ich weiß nicht, ob ich heute noch Kinder bekommen soll oder nicht. Das passiert nicht, das ist viel zu weit weg. Aber dass ältere Menschen, alte Menschen, ein so kritisches Bild von der Geschichte haben, von der Menschheit haben, weil natürlich heute auf uns auch alles einströmt, was an schlechten Nachrichten nur denkbar ist. Ne? Und gerade auch ältere Menschen gehen damit dann oft so um, dass sie beinahe Suizidgedanken haben. Ja, oder sagen, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Welt noch wirklich einen Lebensraum bildet für ein Leben, zu dem man Ja sagen kann oder dass man das Selbstverständnis als Mensch ist so, kann so durchlöchert sein von einem kritischen Blick auf die eigene Geschichte und auf die Politik und was da alles läuft, dass man sich selber als Mensch gar nicht mehr wertschätzen kann. Also von wegen, wir sind eine verlorene Gattung oder wir sind die Krankheit, unter der dieser Planet leidet und gut, wenn sie vorbeigeht und so. Also diese Haltung ist unterschwellig doch bei einigen Menschen zu spüren und einige bringen das auch direkt zum Ausdruck. Es gibt ja den humanistischen Zugang, das humanistische Menschenbild, das davon ausgeht, dass Menschen grundsätzlich vernünftig sind, ein Gewissen haben, gebildet werden können und damit auch quasi bestimmte ethische und gesellschaftliche Ziele erreicht werden können. Und dieser humanistische Optimismus ist vielen Menschen heute verloren gegangen und das merke ich auch in der Seelsorge. Ich glaube, dass dieses apokalyptische Empfinden immer wieder da ist und dass der christliche Glaube diese Empfindungen auch geteilt hat und mitbedacht hat und insofern kein blinder utopischer Glaube gewesen ist und in seinem Kern ist. Es ist keine Utopie. Es ist nicht einfach, der christliche Glaube stellt sich nicht einfach vor, dass wir uns die heile Welt schaffen können.
Und doch versucht er mitten in dieser zerbrochenen, zerrütteten und immer wieder von Apokalypsen durchwehten Welt Hoffnungszeichen zu setzen. Ich glaube, das ist der Sinn. Also so verstehe ich auch meine Aufgabe. Im Bewusstsein, dass wir dieses sehr kritische Selbstbild haben, das manchmal bis zum Selbsthass gehen kann, dann doch zu sagen, nein, es gibt jemand, der an uns festhält, der an uns glaubt. Das sind nicht notwendigerweise wir selbst, sondern das ist Gott. Also da wird letztlich der Gottesname auch genannt werden müssen. Nein, das könnte ja sein. Es kann ja sein, dass, und ich glaube, diese Tendenz gibt es auch immer wieder mal, auch in christlichen Kreisen, dass man sagt, wir müssen uns ja nicht darum kümmern, wir ziehen uns in eine Innerlichkeit zurück und da sind wir mit Gott im Reinen und die Welt geht uns nichts mehr an. Das hat es auch immer gegeben, das hat sicherlich auch immer gegeben, aber es hat auch immer wieder die Menschen gegeben, die sich dieser Welt gestellt haben. Also ich meine, die Person, die mir jetzt gerade so in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Mutter Teresa, die sich der Welt gestellt hat, an einem Punkt, wo sie in gewisser Weise Menschen, die sterbend waren, völlig ohne Hoffnung waren, dann doch noch die Zuwendung, die Liebe, die Hoffnung mitgeteilt hat. Und also dass das Maß der Hoffnung ist nicht, was bringt es, sondern das hat einen Wert in sich, der ist indiskutabel, also der indiskutabel, der ist nicht verhandelbar. Ja, also der wird auch nicht diskreditiert von Fakten oder so, dass die immer wieder aufgeboten werden, um die Hoffnungshaltung in Frage zu stellen, sondern das ist ein Wert an sich, so wie Menschsein ein Wert an sich ist. Ich habe mir die Frage ja selber gestellt und ich habe gemerkt, dass ich sie nicht theoretisch beantworten kann. Also ich kann nicht sagen, also dafür war für mich der Kinderwunsch einfach viel zu stark. Also ich konnte nicht irgendwie sagen, so, das sind jetzt die Gründe dafür, das sind die Gründe dagegen, sondern das war für mich ein ganz starker prägender Wunsch. Und die Erfahrung, schwanger zu sein und auf die Geburt meines ersten Kindes zuzugehen, war eine Erfahrung, die mich unglaublich sensibilisiert hat für das, was in der Welt geschieht. Wie kaum was vorher. Und das ist auf jeden Fall eine Frage, eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Dass ich durch diese Verletzlichkeit in der Zeit, in der ich guter Hoffnung war, dass ich in dieser Zeit der Verletzlichkeit auch nochmal einen anderen Zugang zu der gesellschaftlichen, politischen Situation bekommen habe, die ich vorher nicht hatte. Es war eben das Gegenteil von, ich ziehe mich zurück in mein Privatleben, sondern es war mehr so das Empfinden, was müssen wir tun, damit diese Welt, jetzt sage ich es völlig naiv und völlig egoistisch, meinem Kind gerecht wird, ja. Weil das kann uns nämlich helfen, diese Bindung an die nächste Generation kann uns nochmal anders in die Pflicht nehmen, dafür zu sorgen, dass diese Welt weiterhin bewohnbar bleibt. Gerade die zweite Frage finde ich spannend. Also wir sind ja heute, legen großen Wert darauf, dass Menschen sich selber entscheiden können, egal worum es geht. Und eine Entscheidung haben wir alle nicht getroffen und die werden auch unsere Kinder nicht treffen, nämlich die Entscheidung, geboren zu werden. Also wir sind alle, ohne gefragt zu werden, geboren worden. Und das ist ein Teil von unserem menschlichen Schicksal oder von unserer menschlichen Natur, dass wir nicht gefragt wurden. Keiner von uns ist je gefragt worden. Und wenn wir könnten, wenn wir also wirklich konsequent wären in der Haltung, das Wichtigste an unserem Leben ist die Autonomie, dann würden wir
irgendein Mittel finden oder erfinden, indem wir potenzielle Kinder fragen würden, willst du geboren werden oder nicht? Und wir würden dann den Zeugungs- und Geburtsvorgang davon abhängig machen, ob sie uns Ja sagen oder nicht. Was natürlich völlig unvorstellbar ist. Das gibt es noch nicht mal meines Wissens nach in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Ja, aber eigentlich wäre in die äußerste Konsequenz unserer Frage wäre, du darfst nur dann ein Kind gebären oder zeugen, wenn du es vorher gefragt hast, ob es geboren werden will. Ja, also allein schon diese Frage, also der Umstand, dass das so sehr zu uns gehört, dass wir nicht gefragt wurden, heißt auch, dass eigentlich diese Überlegung, ich will es meinen Kindern nicht zumuten, meiner Ansicht nach fragwürdig. Es ist natürlich in dem Augenblick, wo ich die Vorstellung habe, alles geht den Bach runter und alles, es gibt keine Überlebenschancen und zwar, also es gibt keine mehr. Da ist es natürlich, ist der Druck sehr, sehr hoch, einfach darauf zu verzichten, ohne die Kinder zu fragen, ja, dass das die bessere Variante wäre. Das ist durchaus denkbar, dass man dann auf dieser logischen Schiene sich dagegen entscheidet. Und doch denke ich, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und wir selber, jetzt sage ich mal, hier in der Schweiz, in einem Land, das sehr wohlhabend ist und in der viele Menschen noch ganz, ganz gute Chancen haben, in einem Land, das auch vom Generationenvertrag abhängig ist, gibt es auch wiederum gute Gründe dafür, dass man sagt, doch, wir brauchen die nächste Generation, wir brauchen sie einfach auch. Und die Rücksichtnahme auf die nächste Generation ist da fragwürdig, solange ich selber ein schönes Leben habe, erst recht. Ja? Also ich meine, wir viele, die sich diese Frage stellen oder die sagen, ich nehme Rücksicht auf die Kinder der nächsten Generation, indem ich sie nicht bekomme, leben auf einem sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Und wenn der viel, viel kleiner wäre, wäre vielleicht auch noch eine nächste und übernächste und überübernächste Generation ohne weiteres möglich. Also eben lernt von den Kindern, wie die Kinder sind. Ja, ich meine, man muss ja sagen, dass Jesus das, was er gesagt hat, nicht in einer Zeit gesagt hat, als Kindsein romantisiert wurde. Ja, das Kindsein war nicht romantisch, es war nicht ideal, Kind zu sein in der Zeit, in der Jesus gelebt hat. Und in einer solchen Zeit zu sagen, werdet wie die Kinder, das ist ein Affront sondergleichen. Ja, das ist, als würde man sagen, werdet wie die Sklaven. Ja, es war auch ein Affront in dieser Zeit. Ja. Oder ja, werdet so wie die, die ihr ziemlich stiefmütterlich behandelt. Und eine Umkehrung der Werte, das verbindet ja man ja auch mit Jesus und das wird auch an diesem Punkt deutlich. Ich würde sagen, dadurch, dass Jesus die Kinder so sehr in den Mittelpunkt stellt, sagt er auch, ich kann mir eine Welt ohne Kinder nicht vorstellen. Ich kann mir Gottes Welt ohne Kinder nicht vorstellen. Und die Frage, bekommen wir Kinder oder nicht, auch vor diesem Hintergrund zu beantworten, finde ich sehr spannend. Wenn man sich eine Welt ohne Kinder vorstellt, dann ist man bei Horrorszenarien, ja, ich habe in letzter Zeit mal ein Buch gelesen, dessen Autorin ich vergessen habe, wie sie heißt, die Hochhausspringerin. Und da wird eine Welt vorgestellt, in der alles optimiert wird. Also es gibt einen äußeren Rand, die Peripherie, da leben die Hoffnungslosen, die immer noch von gestern sind, die immer noch im Familienbund leben und so und immer noch Kinder bekommen. Und dann gibt es die Wohlhabenden, die ihr Leben so einrichten müssen und eingerichtet haben, dass sie gesund sind, dass sie optimal funktionieren, dass sie Wohlstand haben, dass sie alles machen können, was ihnen Spaß macht, im Rahmen dieses Korsetts. Und das ist die Hölle. In diesem Roman ist das einfach schlichtweg die Hölle. Und das stelle ich mir so vor, wenn wir eine Welt uns vorstellen, in der Kinder nicht mehr willkommen sind, dann haben wir die Hölle, auch wenn wir mit unseren Ressourcen noch so
kalkuliert umgehen. Ich würde das befürchten. Ich glaube, dass es sehr große, starke negative Konsequenzen hätte. Die Frage ist sofort gekommen, als es bekannt wurde, dass ich dieses Komitee unterstütze. Ja. Die Kirche ist immer mit Politik in Kontakt. Sie kann in Kontakt sein mit Politik, indem sie sich sehr raushält aus tagespolitischen Anliegen. Für mich ist aber ehrlich gesagt das, was wir die Klimakrise nennen, kein tagespolitisches Anliegen. Es ist was für mich was. Der Horizont, auf den sich unsere menschheitsgeschichtliche Entwicklung zubewegt. Und insofern möchte ich das auch nicht irgendwelchen Parteien überlassen oder einfach der Welt da draußen, sondern ich möchte darüber nachdenken, was haben wir in der Kirche dazu beizutragen, dass Menschen dieses Anliegen auch wirklich ernst nehmen, dass sie es im persönlichen Leben ernst nehmen, dass sie es aber auch in ihrem politischen Engagement ernst nehmen. Ja, also das denke ich schon. Also wir sind stärker in der Verantwortung, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern, als dass Menschen in anderen Ländern sind, die eh viel ärmer sind oder auch noch auf ganz andere Wirtschaftsformen angewiesen sind, bis sie sich dann vielleicht mal so reformieren können, dass auch der ökologische Gesichtspunkt stärker berücksichtigt werden kann. Glaubt ihr, wir haben da eine größere Verantwortung. Das glaube ich schon. Und da hat es noch viel Luft nach oben, dass wir dem auch nachkommen.